Warum Geld für digitale Effekte ausgeben, wenn man auch einfach Tom Cruise dafür bezahlen kann, dass er sich an die Tür eines fliegenden Flugzeugs hängt und das nur mit einem Seil gesichert? Oder warum eine Flugzeugentführung animieren, wenn man sie wie in The Dark Knight Rises auch in echt drehen kann? Ja, es ist tatsächlich wahr. Zahlreiche Stunts aus unseren Lieblings-Action-Streifen basieren nicht auf Computermagie, sondern auf dem Mut von echten Schauspielern und Stuntleuten, die für die perfekte Aufnahme ihr Leben riskieren. Und auch wenn die Stunts in Hollywood-Filmen aufwendig geplant werden und unfassbar viel Geld kosten, bleibt bei den waghalsigen Kunststücken immer ein gewisses Risiko. In diesem Video präsentieren wir euch 10 riskante Stunts, die Schauspielern oder Regisseuren oder Stuntleuten fast das Leben gekostet haben. Mit dabei sind die ersten Stunts der Filmgeschichte, Schauspieler, die über ihre Grenzen gegangen sind und natürlich the one and only Jackie Chan. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns bei der Gelegenheit doch mal in die Kommentare, ob ihr gerne Actionfilme und Thriller guckt oder ob ihr vielleicht Komödien, Horrorfilme oder Dramen lieber mögt. Auf der Nummer 10 fangen wir mit der wahrscheinlich berühmtesten Action-Ikone der Filmgeschichte an. Und zwar mit Bond, James Bond. Genauer gesagt mit dem aktuellen Bond-Darsteller Daniel Craig. Für die Rolle des James Bond begab sich Daniel Craig in den letzten Jahren schon dutzende Male in echte Gefahr. Die wohl spektakulärsten Stunts, die er dabei selbst durchführte, waren die Stunts für die Anfangsszene von Skyfall. In der Szene kämpfte Craig mit einem Stuntman auf einem fahrenden Güterzug. Am Ende der Sequenz wagte Craig sogar einen Sprung von einem Baggerarm in den fahrenden Zug. In seiner Rolle als James Bond verlor Daniel Craig übrigens auch schon eine Fingerkuppe bei den Dreharbeiten, als ein Stunt daneben ging. Die Nummer 9 geht an eine waghalsige Sequenz aus Terminator 2. Der Terminator-Regisseur James Cameron kam während der Dreharbeiten zu Terminator 2 auf eine Idee, die bislang nicht im Skript des Films vorgesehen war. Seine Idee war es, einen Helikopter in einer Verfolgungsjagdszene unter einer Brücke langfliegen zu lassen. Was so ziemlich die größte Herausforderung ist, die sich ein Helikopterpilot vorstellen kann. Denn wenn der Helikopter auch nur wenige Meter zu hoch oder zu niedrig fliegt, ist die Katastrophe vorprogrammiert. Die Crew von James Cameron hielt den Stunt übrigens für so eine schlechte Idee, dass Cameron verzweifelt nach einem Fahrer gesucht. Auf der Nummer 7 ist ein weiterer absoluter Filmklassiker. Und zwar die Anfangssequenz aus dem Indiana Jones Film Jäger des verlorenen Schatzes. In dieser Szene rannte Harrison Ford, der Indiana Jones spielte, vor einer menschengroßen Betonkugel weg. Natürlich war diese Kugel nicht wirklich aus Beton, dafür aber aus Kohlenstofffaser. Dementsprechend wog die Kugel, vor der Harrison Ford in echt wegrannte, noch immer eine halbe Tonne. Wäre Harrison Ford also gestolpert oder gestürzt, hätte ihn die 500 Kilogramm schwere Requisite eingequetscht. Zum Glück ging alles bei diesem riskanten Dreh noch gut. Aber der Regisseur des Films, Steven Spielberg, sagte im Nachhinein, dass er so ein Risiko nicht mehr eingehen würde und rückblickend auch damals anders entschieden hätte. Die Nummer 6 belegt zum ersten Mal auf dieser Liste Jackie Chan. Jackie Chan ist im internationalen Filmbusiness ja bekannt für seine außergewöhnlichen Stunts und seine unglaublichen Kampfkünste. Was viele allerdings nicht wissen, ist, dass Jackie Chan auch als Filmemacher ein echter Perfektionist ist und deswegen alle Stunts selbst durchführt und wenn es sein muss, auch mehrmals performt. Einer seiner gefährlichsten Stunts war für eine Kaufhausszene in dem Film Police Story. In der besagten Szene rutschte Jackie Chan 20 Meter an einer Metallstange hinunter, wobei er zahlreiche Lichterketten und Glühbirnen mit sich riss und am Ende in das Glasdach eines Verkaufsstandes fiel. Jackie Chan erlitt bei diesem Stunt einige schwere Verbrennungen an seinen Unterarmen und renkte sich das Becken aus. Ansonsten blieb er aber zum Glück unverletzt, auch wenn ihm mit Sicherheit hätte Schlimmeres passieren können. Kommen wir zur Nummer 5. Und zwar erneut zu einem Stunt aus einem James-Bond-Film. Diesmal allerdings aus einer älteren Generation. Nämlich aus dem Bond-Film Leben und Sterben lassen aus den 70er Jahren. Eine unvergessliche Szene aus dem Bond-Streifen zeigt, wie James Bond aus einem Alligatorenreservoir flieht. Das Besondere daran war, dass er über die Rücken mehrerer Alligatoren lief, um an das andere Ufer des Teiches zu gelangen. Tatsächlich ist diese Szene aber nicht gefaked, denn ein mutiger Stuntman erklärte sich bereit, tatsächlich über die Rücken der Krokodile zu rennen. Bei der vierten Wiederholung der Szene biss ihm sogar ein Alligator ins Bein. Das hielt den Stuntman allerdings nicht davon ab, auch ein fünftes Mal über die Krokodile zu rennen. Dieser fünfte Take hat es dann auch in den finalen Film geschafft. Auf der Nummer 4 ist der eben bereits angekündigte Tom Cruise.
Genau wie Jackie Chan ist auch Tom Cruise mittlerweile dafür bekannt, dass er den Großteil seiner eigenen Stunts selbst durchführt. So führte er auch einen der beeindruckendsten Stunts aus Mission Impossible Ghost Protocol durch. Dabei kletterte er an der Außenwand des Burj Khalifa in Dubai hoch, also des höchsten Gebäudes der Welt. Bei den Dreharbeiten war er dabei nur durch zwei dünne Seile gesichert, die in der Post-Production des Films wegretuschiert wurden. Die gleiche Szene beinhaltete auch zwei weitere Stunts, die Cruise selbst performte. Ein Stunt war ein unverhoffter Fall über zwei Stockwerke, bei dem jedem Zuschauer kurz der Atem stockte, und der zweite Stunt beinhaltete Tom Cruise, der nur durch ein Seil gesichert die Fensterfront des Burj Khalifa hinunterrannte. Tom Cruise hat also bewiesen, dass er nicht nur harte Rollen spielt, sondern auch ein echt tougher Typ ist. Die Nummer 3 geht an einen der ersten Filmemacher, der richtige Stunts vor der Kamera machte. Und zwar an den Schauspieler, Regisseur und Komiker Buster Keaton. Besonders bekannt ist Keaton für seinen Stunt Die fallende Wand, den er in seinem Film Steamboat Bill Jr. zeigte. Bei der fallenden Wand stand Keaton vor einer Häuserfront, die auf ihn fiel. Dabei stand er so präzise auf einer Markierung, dass er genau durch ein Fenster der Häuserfront passte und unverletzt blieb. Allerdings war dieser Stunt genauso riskant wie genial. Wäre Keaton nur wenige Zentimeter zu weit links oder rechts gewesen, hätte ihn die 2 Tonnen schwere Wand erdrückt. Aber für Keaton war kein Risiko zu groß, um Leute gut zu unterhalten. Auf der Nummer 2 ist erneut Tom Cruise, allerdings mit einem Stunt der etwas anderen Art. In einer Kampfszene in Mission Impossible 2 sah es das Drehbuch vor, dass der Rolle von Tom Cruise eine Messerklinge nur wenige Millimeter vor das Auge gehalten wird. Statt dies den Special Effects Leuten zu überlassen, erklärte sich Tom Cruise bereit, diesen Stunt in echt zu drehen. So sieht man im fertigen Film mehrere Aufnahmen, die eine Messerklinge Millimeter vor dem Auge von Tom Cruise zeigen. Teilweise berührt das scharfe Messer dabei sogar seine Wimpern. Tom Cruise hat also nicht nur Mut, sondern auch jede Menge Vertrauen. Und die Nummer 1 belegt erneut der große Jackie Chan, der sich wirklich für keinen Stunt zu schade ist. In dem Film Project A wollte Jackie Chan Tribut zollen an Harold Lloyd, einen der ganz großen Filmemacher des 20. Jahrhunderts. Dieser war berühmt geworden durch eine Szene in dem Stummfilm ausgerechnet Wolkenkratzer, in dem er von einer Kirchturmuhr fiel. Schon in der Version von Harold Lloyd war der Stunt allerdings nicht echt. Dies hinderte Jackie Chan jedoch nicht daran, diesen Stunt wirklich durchzuführen. Vor laufenden Kameras ließ sich Jackie Chan also von einer Kirchturmuhr durch 2 Markisen fallen, ehe er hart auf den Boden aufschlug. Das war allerdings noch nicht alles. Da Chan die erste Aufnahme misslungen fand, wiederholte er den Stunt sogar noch 2-mal, bis er den perfekten Take hatte. Auch hier kam Jackie Chan mit leichten Verletzungen davon. Und welchen dieser Stunts fandest du am krassesten? Und wen findest du krasser, Jackie Chan oder Tom Cruise? Schreib uns das gerne in die Kommentare und ansonsten like dieses Video, wenn es dir gefallen hat, und abonniere natürlich Wissenswert für mehr. Bis zum nächsten Mal dann hier bei Wissenswert.